Vera Albertus Magnus, der inoffizielle Namenspatron der Kölner Universität, vor 100 Jahren an den Schauplatz seines Wirkens zurückgekehrt, so hätte er sich wohl die Augen gerieben. Nicht nur, dass die altehrwürdige Alma Mater, einst Hochburg katholischer Gelehrsamkeit, im Laufe der Zeit an Bedeutung verloren hatte und im Zeitalter der Französischen Revolution geschlossen wurde. Schlimmer noch, als man die Universität 1919 wieder eröffnete, mischten sich unter die, ich zitiere aus der Eröffnungsrede Konrad Adenauers, da mischten sich unter die würdevollen Gestalten der Rektoren und Professoren, der Magister und Doktoren, unter die unübersehbare Schar der Scholaren aus allen Herren Länder auch einige Damen. Zwar ist das böswillige Zitat, die Frau sei nichts als ein defekter Mann, dem großen Albert wohl nicht selbst zuzuschreiben. Aber der Blick in seine Schriften lässt doch erkennen, dass Männer als das Maß aller Dinge und Frauen als unterlegene Geschöpfe gehalten. Eine strukturelle Misogynie, wie man sie schon bei Aristoteles findet, dessen Rezeption Albertus Magnus entscheidend vorangetrieben hatte. Von Albertus Magnus zu Jenny Gusick, die sich vor 100 Jahren als erste Frau in der neuen Kölner Universität einschrieb, war es ein langer Weg. Ob die Frau nun als minoritärer Mann galt, Eva die Sünde in die Welt gebracht hatte oder Paulus dem Weib in der Gemeinde das Schweigen gebot, im Christentum wie in anderen patriarchalen Religionen hat die Unterordnung der Frau eine lange Tradition. Immerhin wurde ihr von den meisten Religionsgelehrten die Fähigkeit zur Gottessuche zugestanden. Mit den Frauenorden und Nonnenklöstern eröffnete der Katholizismus Frauen eigene Handlungs- und Bildungsräume und das lutherische Ideal der eigenständigen Bibellektüre galt für Männer und Frauen gleichermaßen. In einigen evangelischen Religionen gab es daher schon in der frühen Neuzeit eine Schulpflicht für beide Geschlechter. Dagegen bedeutete die Auflösung der Orden und der Klöster um 1800 infolge der Säkularisation einen herben Rückschlag für die Mädchenbildung, besonders in ländlichen Regionen. In Handelsmetropolen wie in Köln unterrichteten städtische Schulen den Nachwuchs der Kaufleute und Handwerker und das Kaiserreich setzte schließlich 1871 die allgemeine Schulpflicht durch. Doch die Bildung an den Volksschulen blieb auf elementare Kenntnisse beschränkt und an gängigen Geschlechterstereotypen ausgerichtet. Seit der Aufklärung galt der Geschlechterdualismus im Erziehungswesen als wissenschaftlich bewiesen. Seit man sich nicht mehr auf die göttliche Ordnung der Dinge berufen konnte, trat die Natur ihre Nachfolge als höchste Legitimationsinstanz an. Männer und Frauen erschienen nun als zwei grundverschiedene Wesen, deren äußerlich erkennbare Unterschiede sich nun auch in verschiedenen Geschlechtscharakteren widerspiegeln sollte. Mit der Herausbildung der bürgerlichen Gesellschaft wurden Männern Tätigkeiten in Arbeit, Politik und Staat zugeordnet, während die Frau als Mutter auf die Familie verwiesen blieb. In dieser weitreichenden, bis in das Recht hinein verankerten Vorstellungswelt getrennter Geschlechtersphären waren Männer für die Öffentlichkeit bestimmt, Frauen dagegen für den Raum des privaten Lebens. Als Kind seiner Zeit hat Friedrich Schiller diese Polarisierung der Geschlechtscharaktere, wie Karin Hausen das genannt hat, mit seinem Lied von der Glocke ein Denkmal gesetzt und Männer ins feindliche Leben hinausgeschickt, während drinnen die züchtige Hausfrau waltet. Wie es den unterschiedlichen Aufgabenkreis der bürgerlichen Geschlechterordnung entsprach, war auch die höhere Bildung strikt nach Geschlechtern getrennt. Lateinschulen und Gymnasien bereiteten Knaben auf das Universitätsstudium vor, das mit dem Ausbau des modernen Staates immer mehr an Bedeutung gewann. Für Mädchen aus gutem Hause gab es konfessionelle oder private Töchterschulen und Mädchenpensionaten. Hier standen neben Religion, Handarbeit und Hauswirtschaft Französisch als Sprache der feinen Gesellschaft auf dem Programm. Dazu gab es ein wenig ausgewählte Literatur, Konversation, vielleicht auch nochmal Grundkenntnisse in Geschichte und Geografie. Köln hatte im Jahr der Reichsgründung mit der Königin-Luise-Schule eine städtische Anstalt für bürgerliche Töchter eingerichtet. Aber auch hier sollten Mädchen nur nach ihrer Natur herangebildet werden, und zwar zunächst zur Tochter als, Zitat, Schmuck des Hauses und Stütze der Mutter, die dann eine, wiederum ein Zitat, tüchtige Hausfrau und gute und kluge Mutter ihrer Kinder werden sollte. Entsprechend begann nach der Schule das Warten auf dem Ehemann. Wollte sich kein Gemahl einstellen, blieben unverheirateten Bürgertöchtern lediglich die Existenz als unverheiratete Tante im Haushalt von Eltern und Geschwistern, die Tätigkeit als Gouvernante in Privathaushalten, als Lehrerin an einem Töchterinstitut oder ein Dasein im Rahmen der Kirche. Im Verlauf des 19. Jahrhunderts wurde dieses Modell aus unterschiedlichen Gründen prekär.
Der wirtschaftliche Wandel und die Urbanisierung machten es schwerer, in der Stadt große Familien zu unterhalten. Durch die Industrialisierung ließ sich vieles günstiger kaufen, was viele Hände zuvor im Haushalt hergestellt hatten. Wehrpflicht und längere Ausbildungszeiten ließen das Heiratsalter steigen. Die Klagen über unversorgte Töchter häuften sich und schufen ein gesellschaftliches Klima, das offen für Veränderungen im Mädchenschulwesen war. Dazu kam, dass viele Frauenvereine ihren Schwerpunkt auf Bildungsfragen legten, seitdem Preußen und andere Staaten ihnen nach 1850 die politische Betätigung verboten hatte. Nun forderte die bürgerliche Frauenbewegung die erhöhte Bildung des weiblichen Geschlechts und hatte damit in erster Linie die Erschließung standesgemäßer Berufszweige für weiße Mittelschichtsfrauen im Blick. Ihre Bildungsoffensive traf auf eine prosperierende Gesellschaft, die sich anschickte, dem industriellen Vorreiter Großbritannien den Rang abzulaufen. Die expandierenden Unternehmen benötigten nicht nur Arbeitskräfte in den Fabriken, sondern zunehmend auch Verwaltungspersonal. Auch der öffentliche Sektor expandierte und der Fortschritt in Wissenschaft und Technik machte vermehrte Bildungsangebote notwendig. Die Mahnung der Frauenbewegung, Mädchen so auszubilden, dass sie nicht nur auf das Dasein als Ehefrau und Mutter vorbereitet waren, traf in Wirtschaft und Verwaltung auf einen steigenden Bedarf an gut ausgebildeten und gleichwohl trotzdem preiswerten Arbeitskräften. Während Männer als Familienernährer galten und deswegen auch besser entlohnt wurden, erschien die Erwerbsarbeit von Frauen als Zuverdienst oder als Übergangsphänomen bis zur Eheschließung. Auf diese Weise rechtfertigten die Arbeitgeber eine durchweg deutlich schlechtere Bezahlung weiblicher Erwerbskräfte. Dadurch waren im expandierenden tertiären Sektor die Beschäftigung von Frauen in Läden, Büros und Kontoren für die Arbeitgeber ebenso attraktiv wie ihr Einsatz bei der Post und dem neuen Fernmeldewesen. Kein Wunder also, dass männliche Angestelltenverbände in zunehmend schrillen Tönen vor der weiblichen Schmutzkonkurrenz warnten. Auch die Reform der höheren Mädchenschule stand nun auf dem Programm. Das Ziel verschiedener privaten Initiativen war es, Mädchen der gehobenen Gesellschaftsklassen einen Schulabschluss zu ermöglichen, der sie wie ihre Brüder zum Studium an einer Universität und zur Ausübung eines qualifizierten Berufes berechtigte. Am bekanntesten wurde vielleicht Helene Langes gelbe Broschüre, die 1988 als Petition erschien. Welchen Sturm der Entrüstung dieses Ansinnen auf bessere Mädchenbildung entfachte, kann man sich heute kaum noch vorstellen. Die Argumentation der Lehrerverbände, Frauen könnten aufgrund ihrer körperlichen Konstitution die schlechte Luft im Klassenzimmer nicht vertragen, gehörte eher noch zu den putzigen Varianten. Max Planck hielt, Zitat, Amazon auf geistigem Gebiet für naturwidrig und er berief sich auf die Naturgesetze, die Frauen ihren Beruf als Mutter und Hausfrau vorgeschrieben hätten. Historikern galt das Frauenstudium, so ein Zitat, als Revolution in Permanenz. Und der Neurologe Paul Julius Möbius holte mit dem Hinweis auf ein angeblich fehlendes Zahlenorgan dem physiologischen Schwachsinn des Weibes belegen. Das war im Jahr 1900, als das Frauenstudium in vielen anderen Ländern längst üblich war. In den USA gab es schon seit den 1840er Jahren private Frauencolleges. Vorreiter in Europa war Zürich, wo man seit 1867 Frauen zum Studium zuließ. Seit den 1870er Jahren folgten Universitäten in Großbritannien, den skandinavischen Staaten, Frankreich, Italien, Belgien, Spanien, Rumänien und Griechenland. Schließlich kamen Österreich und Ungarn dazu. In Deutschland beschränkte sich die Zulassung von Frauen an Universitäten seit dem Ende des 19. Jahrhunderts zunächst nur auf Einzelfälle. Für ihre Karrieren waren gute familiäre Verbindungen förderlich, etwa im Fall der späteren Bonner Professorin Maria Gräfin von Linden, deren Großonkel als württembergischer Minister ihr 1892 das Studium der Zoologie in Tübingen ermöglichte. Weil sich die Staaten nicht zur Veränderung bereit fanden, schlossen am Ende des 19. Jahrhunderts sich private Initiativen zusammen, um die Schulbildung der jungen Frauen voranzutreiben. Helene Lange bot in Berlin Gymnasialkurse zur Vorbereitung auf die Hochschulprüfung an, in Karlsruhe eröffnete ein Mädchengymnasium und auch in Köln wollte man Mädchen gleich ihren Brüdern eine vollgültige humanistische Ausbildung anbieten. Initiatorin dieses Projekts war die Kölner Fabrikantentochter Mathilde von Mewissen. Ihr Vater war einer der bekanntesten rheinischen Industriellen und er hatte bereits die Kölner Handelshochschule ins Leben gerufen.
Das hinderte ihn freilich nicht darin, gegenüber den Töchtern den Zugang zu seiner Bibliothek streng zu kontrollieren und sie ganz klassisch auf die Führung eines großen Hauses vorzubereiten. Mathilde von Mewissen scherte aus dieser großbürgerlichen Existenz aus und suchte Kontakt zur sich langsam formierenden Kölner Frauenbewegung. Sie nutzte ihr beträchtliches Vermögen und ihre familiären Verbindungen, um zusammen mit dem liberal gesinnten und bestens vernetzten Stadtarchivar Josef Hansen für die Errichtung eines Mädchengymnasiums zu werben. Wenn sie damit die gute Gesellschaft der Domstadt verschreckte, fand das Vorhaben außerhalb von Köln in den Reihen rheinischer Bankiers und Fabrikanten positive Resonanz. Diese Gruppe hatte von der preußischen Wirtschaftspolitik profitiert, war neuen Entwicklungen gegenüber aufgeschlossen und politisch liberal gesinnt. Der Unterstützungsaufruf für das Kölner Mädchengymnasium wurde von bekannten rheinischen Honorationen unterschrieben und von denen haben sich dann viele bei näherem Hinsehen nicht nur als protestantische Mitglieder des Bismarck-Vereins, sondern auch als Töchterväter und Ehemänner frauenbewegter Frauen entpuppt. Zu Ostern 1903 startete das erste humanistische Mädchengymnasium Preußens in Köln mit 19 Schülerinnen im Apostelnkloster 5, einem Gebäude, das Mathilde von Mewissen angemietet hatte. Bald war die Anzahl der Schülerinnen auf 157 gestiegen. Die meisten kamen aus dem gehobenen Bürgertum und aus jüdischen oder evangelischen Elternhäusern. Katholische Familien bevorzugten weiterhin konfessionelle Bildungseinrichtungen für ihre Töchter, glaubte man doch, Zitat, in den Gymnasialklassen herrsche ein dem Katholiken feindlicher Geist. Dennoch kam in den Jahren vor dem Ersten Weltkrieg nicht nur in Köln, sondern auch in Preußen die Bildungslandschaft in Bewegung. Noch vor der Eröffnung der Universitäten ermöglichte ein preußischer Ministerialanlass 1907 Frauen das Studium an Handelsakademien. Das Zeitalter des Frauenstudiums beginnt in Köln also nicht 1919 mit der neuen Universität und Jenny Gusig, sondern eigentlich schon mit der Öffnung der Handelshochschule für Frauen im Jahr 1907. Und noch etwas wird vergessen, wenn man nur auf das Jahr 1919 blickt. Eine weitere Vorgängerinstitution der Kölner Universität, die Hochschule für kommunale und soziale Verwaltung, nahm seit ihrer Gründung im Jahr 1912 ebenfalls Frauen auf. 1916 wurde dort ein spezielles Frauenhochschulstudium etabliert, wobei diese Art von Frauenförderung etwas weniger zu tun hatte mit einer richtigen Frauenförderung, sondern vielmehr mit der Zunahme von Tätigkeiten in der Wohlfahrtspflege im Zusammenhang mit dem Ersten Weltkrieg und vor allem mit dem Rückgang der Studentenzahlen durch den Ersten Weltkrieg und die versuchte man jetzt aufzufangen. Zum besseren Verständnis des Hintergrundes muss ich hier etwas ausholen. Seit dem Ende des 19. Jahrhunderts begann nämlich die ursprünglich ehrenamtliche Armenpflege sich zunehmend in professionelle Sozialarbeit zu verwandeln. Durch die Sozialgesetze im Kaiserreich, die herrschende Not im Ersten Weltkrieg und den Weimarer Wohlfahrtsstaat kamen immer neue Arbeitsfelder dazu. Bürgerlichen Frauen bot sich hier ein ideales Betätigungsfeld, galt Fürsorge doch als Liebesarbeit und daher als eine auf die Gesellschaft übertragene Form frauentypischer Mütterlichkeit. Entsprechend hatte die Kölner Ortsgruppe des Allgemeinen Deutschen Frauenvereins schon im frühen 20. Jahrhundert den Schwerpunkt auf Wohlfahrtspflege gelegt. Wiederholt setzte sich der Verein mit Petitionen für die Professionalisierung ehrenamtlicher Tätigkeit und die Öffnung der Gremien der Armen- und Gesundheitspflege für Frauen ein. Da die Stadt Köln im Ersten Weltkrieg ihren Betreuungs- und Verwaltungstätigkeiten in allen Bereichen der alltäglichen Daseinsfürsorge ausbaute, benötigte sie dafür geschultes Personal. Erstmals berief man nun Frauen in die städtische Wohlfahrtsdeputation und in Sozialausschüsse und man öffnete ihnen allmählich auch den Zugang zu besoldeten Stellen in der Sozialfürsorge. Absolventinnen dafür kamen von der Schule für kommunale Wohlfahrtspflegerinnen. Sie war von Peter Krautwig, dem ärztlichen Beigeordneten der Stadt Köln, heute würde man vielleicht sagen Gesundheitsdezernent, kurz vor dem Ersten Weltkrieg gegründet worden und zwar angeschlossen an eine bereits bestehende Krankenpflegeschule bei der Kölner Akademie für praktische Medizin, dem Vorgänger der medizinischen Fakultät. Schon bald in Kölner Wohlfahrtsschule umgenannt, wurde auf einem mittleren Bildungsniveau Säuglings- und Wohnungsfürsorgerinnen, Fabrikpflegerinnen, Polizeiassistentinnen und Gesundheitsfürsorgerinnen ausgebildet und weiterhin Helferinnen der Jugend- und Wohlfahrtsämter geschult und im Beruf stehende Sozialbeamtinnen weitergebildet.
1917 übertrug Konrad Adenauer als Oberbürgermeister die Leitung der Einrichtung der Staatswissenschaftlerin Dr. Amalie Lauer, die 1932 angeblich aus Gesundheitsgründen, faktisch aber wegen ihrer Streitschrift Die Frau in der Auffassung des Nationalsozialismus ihren Posten verlor. Die Absolventinnen der Wohlfahrtsschule absolvierten ihre praktische Ausbildung in den städtischen Anstalten und Fürsorgeeinrichtungen. Theoretische Unterweisungen erhielten sie dagegen an der Akademie für praktische Medizin und eben an der Hochschule für kommunale und soziale Verwaltung. Abteilungsdirektor und Professor für öffentliches Recht an der Hochschule für kommunale und soziale Verwaltung war während des Ersten Weltkriegs Fritz Stier-Somlo, später einer der führenden Staats- und Verwaltungsrechtler der Weimarer Republik. Da ihm auch die praktische Ausbildung von Kommunalbeamten und Verwaltungsbeamten am Herzen lag, hatte er 1911 eine Akademie für kommunale Verwaltung in Düsseldorf ins Leben gerufen, war dann aber rasch nach Köln gewechselt. Die kriegsbedingte Notwendigkeit, vermehrt Frauen zu Tätigkeiten in der Sozialfürsorge heranzuziehen, aber wohl stärker noch die kriegsbedingt schwindende Zahl männlicher Absolventen, ließen Stier-Somlo 1916 den Plan für ein eigenes Frauenhochschulstudium für soziale Berufe entwerfen. Schon zum Wintersemester 1916-17 nahm dann also dieser neue Zweig die Arbeit auf. Dabei sollten Sozialbeamtinnen für breite akademische Grundlage ausgebildet werden, die man dann in leitenden Funktionen in städtischen oder in Kreisfürsorgeämtern brauchen würde. Das Frauenhochschulstudium sollte profilbildend wirken und auch neue Zielgruppen wie etwa ehrenamtlich tätige Frauen ansprechen. Allerdings war das Frauenstudium gewissermaßen eine Mogelpackung, denn es unterschied sich kaum von den bisherigen Lehrinhalten. Nur wenige Kurse in Pädagogik, Ethik und Psychologie kamen dazu und auch das Fach Spezielle Frauenfragen, in dem die Stellung der Frau in der Gesellschaft und die Geschichte von Frauenorganisationen behandelt wurde. Mit der Staatswissenschaftlerin und Zentrumspolitikerin Dr. Julia Dünner wurde das Fach im Sommersemester 1918 erstmals von einer Frau unterrichtet. Sie las zunächst Frauenbewegung in Geschichte und Gegenwart und später dann auch Sozialpolitik und Wohlfahrtspflege. Damit war Julia Dünner die erste Hochschuldozentin Kölns. Die Staatswissenschaftlerin hatte vor ihrer Promotion in Tübingen selbst an der Kölner Hochschule für kommunale und soziale Verwaltung studiert. Sie war die einzige Frau, die von der Gründung der Einrichtung bis zur Einstellung des Studienangebots am Ende der Weimarer Republik auch eine Ausbildung in der Kommunalverwaltung zusätzlich zu der sozialen Zweig absolviert hatte. Alle anderen 143 Frauen, die zwischen 1913 und 1929 ein Examen ablegten, waren nur für die Sozialverwaltung ausgebildet worden. Mit den männlichen Absolventen verhielt es sich genau umgekehrt. Hier hatten 85% den kommunalen und nur 15% den sozialen Zweig gewählt. Das geschlechtsspezifische Angebot des Frauenhochschulstudiums reflektierte also die Vorstellung einer besonderen Eignung von Frauen zur sozialen Arbeit und schrieb sie zugleich fest. Julia Dünner, die erste Kölner Hochschuldozentin, las ihre Kurse freilich nicht als festbestellte Professorin, sondern nur im Nebenamt. Hauptberuflich war die engagierte Katholikin zu dieser Zeit für den in Köln ansässigen Katholischen Frauenbund tätig. Dort leitete sie das Dezernat für staatsbürgerliche Erziehung, das katholische Frauen mit den Belangen der Politik vertraut machen sollte. Da Frauen nach der Novemberrevolution bei den bevorstehenden Wahlen zur Nationalversammlung erstmals wählen durften, unternahmen alle Parteien große Anstrengungen, um die neue Wählergruppe für sich zu gewinnen. Im katholischen Milieu spielten Dünners Schulungskurse dabei eine wichtige Rolle. Auch ansonsten gelang es dem Zentrum, den Verbandskatholizismus für sich zu mobilisieren. Schon im Vorfeld der Wahl gingen Werberinnen von Tür zu Tür und an den Wahltagen wurden die Wählerinnen von Helferinnen zu den Urnen begleitet oder geschleppt, wie die Sozialdemokraten sich beschwerten, denen das Personal zu solch aufwendigen Kampagnen fehlte und die deswegen nur zweiter Sieger in Köln wurden. Die Enttäuschung darüber war bei den Sozialdemokraten groß. Sie warfen den Wählerinnen vor, diejenigen, die sich jahrzehntelang für das Frauenwahlrecht eingesetzt hatten, dafür nicht honoriert zu haben. Immerhin war der Kölner Wahlkreis in der Weimarer Nationalversammlung gleich mit zwei Parteien und auch zwei weiblichen Abgeordneten vertreten. Für das Zentrum war es die spätere Kultusministerin von Nordrhein-Westfalen und Ehrenbürgerin der Kölner Universität, Christine Teusch. Für die SPD gehörte Elisabeth Röhl der Weimarer Nationalversammlung an und später dann auch dem Preußischen Landtag.
Sie war die Schwester der Gründerin der Arbeiterwohlfahrt, Marie Juchatz. Mit ihrer Sozialpolitik prägten Zentrum und Sozialdemokratie das Gesicht der neuen Weimarer Republik. Da Fürsorge und Wohlfahrtspolitik nach gängiger Vorstellung typisch weibliche Aufgabenfelder waren, eröffneten sich hier neue Karrierechancen für Sozialpolitikerinnen in der Parteipolitik. Das galt auch für Julia Dünner, die als Zentrumspolitikerin eine steile Karriere im Berliner Reichsarbeitsministerium machte. Konrad Adenauer hätte sie 1921 gern als Professorin an die neue Kölner Universität geholt, doch Dünner lehnte ab. Erst als das Zentrum am Ende der Weimarer Republik seine Macht verlor, suchte sie nach Wegen, zurück an den Rhein zu wechseln. Doch inzwischen hatten sich die Strukturen an der Kölner Universität verfestigt. Dem erhaltenen Briefwechsel merkt man die Verschiebung der Machtverhältnisse deutlich an. Die professoralen Claims waren längst abgesteckt und hinter den Kulissen sprach man ihr, die in ihrer Berliner Zeit immerhin Wörterbücher zur Wohlfahrtspflege und zur Sozialhygiene herausgegeben hatte, so sprach mir doch die auf unschöne Weise die Qualifikation ab. Wendet man sich nun den Studentinnen zu, so zeigt sich, dass der Frauenanteil in der philosophischen Fakultät mit ihren Sprach- und Kulturwissenschaften, die vielfach auf das Lehramt vorbereiteten, am höchsten war. Anfänglich bei 20% und schließlich bei etwa einem Drittel. Etwas geringer war er an der Wirtschaft- und Sozialwissenschaftlichen Fakultät mit etwa um die 15%. In der medizinischen Fakultät waren etwa 10% Studentinnen eingeschrieben, eine Quote, die sich in den frühen 30er Jahren fast verdoppelte. Dagegen waren die Studenten in der rechtswissenschaftlichen Fakultät quasi unter sich. Sie hatten da gab es einen Frauenanteil von nicht mal 3,5%. Tatsächlich hatten die Juristinnen auch am stärksten mit Diskriminierung zu kämpfen. Sie wurden nach erbitterten Abwehrkämpfen erst 1922 überhaupt zu den Berufen der Rechtspflege zugelassen und in der Weimarer Republik zunächst hauptsächlich bei den Verbänden eingestellt. Im Nationalsozialismus hat man sie dann sukzessive ganz aus dem Beruf verdrängt. Auch Beamtinnen unterlagen schwerwiegenden rechtlichen Diskriminierungen, die tief in ihre Lebensführung eingriffen. Anders als ihre männlichen Kollegen galt für sie der sogenannte Lehrerinnenzölibat. Diese Bestimmung aus dem Kaiserreich reflektierte die weit verbreitete Vorstellung, dass Frauen qua Geschlecht für Ehe und Familie bestimmt seien und der Beruf nur eine Auffangstation sein sollte, wenn keine anderen Versorgungsmöglichkeiten gefunden war. Beamtinnen, unter denen die Lehrerinnen die größte Gruppe stellten, wurden daher bei der Verehelichung entlassen und sie verloren zugleich ihre Pensionsansprüche. Die Weimarer Reichsverfassung hatte zwar alle Ausnahmebestimmungen gegen weibliche Beamte beseitigt und Männer und Frauen für, wie es heißt, grundsätzlich gleichberechtigt erklärt. Jedoch wurde der Lehrerinnenzölibat aus arbeitsmarktpolitischen Gründen mit der sogenannten Verordnung zur Herabminderung der Personalausgaben des Reiches schon im Oktober 1923 wieder eingeführt. Der Lehrerinnenzölibat überdauerte dann auch den Nationalsozialismus ebenso wie die Gründung der Bundesrepublik. Er wurde in den meisten Bundesländern 1951 abgeschafft, endgültig aber erst vom Bundesarbeitsgericht im Mai 1957 aufgehoben. Ungeachtet der absehbaren Schwierigkeiten, denen die angehenden Akademikerinnen sich gegenübersahen, erfreute sich das Frauenstudium an der Kölner Universität großer Beliebtheit. Im Jahr 1919 waren 195 Frauen eingeschrieben. Ihr Anteil lag bis zum Ende der 1920er Jahre bei durchschnittlich etwa 12% der Studierenden und stieg danach bis in den frühen 30er Jahren auf etwa 20% an. In absoluten Zahlen war der Höhepunkt 1931 mit 1.265 Studierenden erreicht. Gemessen an den rund 650.000 Einwohnern, die Köln als drittgrößte deutsche Stadt nach den letzten Eingemeindungen des Jahres 1914 zählte, war das eine verschwindend geringe Zahl. An anderen Universitäten wie Bonn, Heidelberg oder Münster lag der Frauenanteil deutlich höher. Die Studentinnen der Weimarer Republik waren mehrheitlich katholisch, kamen aus der näheren Umgebung und aus bürgerlichen Familien. Ihre soziale Herkunft war deutlich gehobener als die ihrer Kommilitonen. Ihre Väter waren häufig gehobene Beamte oder Kaufleute. Obwohl sich Köln seiner Weltoffenheit rühmte, blieb der Anteil internationaler Absolventen und Absolventinnen mehr als überschaubar. Nicht selten handelte es sich dabei um Studierende, die nach der Neuordnung der Grenzverhältnisse im Versailler Vertrag als Auslandsdeutsche klassifiziert wurden
Und in anderen Fällen unterhielten Familien zum Beispiel Handelsbeziehungen nach Köln und haben deswegen ihre Kinder nach Köln zum Studieren geschickt. Der Frauenanteil unter den internationalen Studierenden war verschwindend gering. Jenny Gusik, die litauische Jüdin mit türkischem Pass, die sich nach den Anfängen der Handelshochschule im April 1919 dann als erste Frau an der neuen Universität einschrieb, war also die Ausnahme und nicht die Regel. Durch die Bildungsaffinität des Judentums waren jüdische Studentinnen etwas stärker vertreten, als es ihrem Anteil an der Bevölkerung entsprach, zumal Köln über eine vielschichtige jüdische Bildungslandschaft verfügte. Beliebt waren besonders die Wirtschaft- und Sozialwissenschaftliche Fakultät sowie die Philosophische Fakultät. 1931 waren 45 jüdische Studentinnen eingeschrieben. Bedingt durch die NS-Verbote, welche die Studentinnen doppelt traf, nämlich als Frau und als Jüdin, sank diese Zahl 1933 auf lediglich 2 Immatrikulationen. In einigen Fällen lässt sich rekonstruieren, dass jüdische Studierende der Universität rechtzeitig emigrieren konnten. Andere wurden wie Jenny Gusik in Auschwitz ermordet. Über das Schicksal der meisten jüdischen Studierenden ist jedoch nichts bekannt. Ein Großteil der Studentinnen der neuen Universität zu Köln waren Absolventinnen von Lehrerinnenseminaren, die ihre Ausbildung dann an der Universität fortsetzten. Dazu kamen angehende Sozialbeamtinnen oder auch zukünftige Handelslehrerinnen. Viele davon waren aufgrund der erzwungenen Umwege in der Mädchenbildung älter als ihre Kommilitonen und hatten, weil dies häufig Zulassungsvoraussetzung war, bereits Praxiserfahrung in dem angestrebten Berufsfeld gesammelt. Die jungen Frauen bemühten sich, den an sie gestellten Erwartungen an ernsthafte Arbeit und gesittete Lebensführung nachzukommen. Nur allzu häufig sahen sie sich nämlich dem Vorwurf aufgesetzt, das Studium nur oberflächlich zu betreiben oder gar auf Männerfang zu sein. Im Gegensatz zu ihren rauchenden, trinkenden und sich schlagenden Kommilitonen wurden während der Weimarer Republik allerdings kein einziges Mal ungebührliches Verhalten einer Studentin aktenkundig. Dazu gab es allerdings auch herzlich wenig Gelegenheit. Studentinnenverbindungen nahmen in der Regel keine Frauen auf und den Versuchen, eigene Frauenverbindungen zu gründen, war wenig Erfolg beschieden. Auch dem katholischen Frauenbund fiel es schwer, Verbindungen zu den Studentinnen zu knüpfen und die tiefen Gräben zwischen der älteren Generation frauenpolitischer Aktivistinnen und der jungen Studentinnengeneration zu überwinden. Auch den Versuchen, eigene Frauenverbindungen zu gründen, war wenig Erfolg beschieden. Überhaupt ließen sich die Studentinnen wenig und schlecht organisieren, wozu auch ihr anstrengender Alltag beigetragen haben mag. Frauen wohnten häufiger als Männer noch bei ihren Familien, sie übernahmen Aufgaben im Haushalt und hatten längere Anfahrtswege. Fehlende Aufenthaltsräume in Uninähe waren ein großes Problem. Verbindungshäuser hatten Frauen ja wenig zu suchen und Gasthausbesuche schickten sich für Frauen nicht. Nicht einmal in die Mensa konnten sie anfänglich gehen. Ich habe jetzt ein Bild einer typischen Studentin mitgebracht, der damaligen Zeit, Gisela Vollmer. Die kommt aus einer Familie in Essen, aus einer Buchhändlersfamilie. Und von ihr haben wir noch ein Bild erhalten, das sie mit ihren Schwestern zeigt. So muss man sich also die typische Studentin vorstellen. Und weil es eben keine Infrastruktur gab, haben dann private und kirchliche Träger den Mangel der öffentlichen Infrastruktur kompensiert. Zum Beispiel haben Nonnen eines nahegelegenen Klosters einen preiswerten Mittagstisch für Studentinnen angeboten. Nach und nach haben dann auch die verschiedenen Konfessionen Wohn- und Tagheime gebaut. Die Vertreterinnen der Kölner Frauenbewegung haben Begegnungsräume zur Verfügung gestellt, aber sie haben auch etwas eröffnet, was, soweit wir das wissen, in Köln einzigartig war, nämlich eine sogenannte Gaststätte ohne Alkohol, die zu einem Treffpunkt für Frauen werden konnte, weil man da eben sitzen konnte, ohne für sich also von vornherein für ein leichtes Mädchen gehalten zu werden. Außerdem konnte man in der Weimarer Zeit Studentinnen ihrer Freizeit nun ab und zu auch mal Ruder sehen oder auch Tennis spielen, aber das war dann auch schon das Größte an den Vergnügungen, vielleicht nochmal ein Tanzball oder sowas. Aber an sich waren die alle sehr gesittet, soweit man das von heute aus sehen kann. Nach dem Studium haben einige Frauen auch promoviert, etwa 500 haben wir bis jetzt ausgemacht, obwohl noch nicht alle Akten durchgesehen wurden. Und man kann sagen, dass die Studentinnen
sozusagen, also die Promoventinnen noch sehr viel höheren sozialen Hintergrund hatten als die Studentinnen selber. Die allermeisten kamen aus sehr gutem Hause. Ihre Väter waren mehrheitlich sehr wohlhabend. Und das liegt einfach daran, weil man das Geld erstmal, also gerade bei der Promotion, dann auch noch erstmal in die Söhne investiert hat und dann erst in die Töchter, wenn man genug davon hatte. Und durch die Fragmentierung in der Frauenbildung waren die Doktorandinnen auch deutlich älter als ihre männlichen Kollegen. Nur die Hälfte hatte einen geraden Weg zur Doktorarbeit genommen, während ein noch größerer Teil über den Besuch von Lehrerinnen-Seminaren an die Universität gekommen war und vor der Promotion auch eine Nachprüfung ablegen musste. Wie an den anderen Universitäten der Weimarer Republik wurden auch in Köln die meisten Frauen in Medizin promoviert. Eine Kölner Besonderheit war hingegen die herausgehobene Stellung der Wirtschaft- und Sozialwissenschaftlichen Fakultät. Hier wurden in der Weimarer Zeit 137 Arbeiten geschrieben, also mehr als ein Drittel aller von Frauen in der Weimarer Zeit in Köln geschriebenen Promotionen. Die meisten waren an dem renommierten Forschungsinstitut für Sozialwissenschaften angesiedelt, das von den Professoren Leopold von Wiese, Max Schieler und Hugo Lindemann geleitet wurde. Hier entstanden eine Reihe von Studien zu Gegenwartsproblemen der 20er Jahre, darunter auch zahlreiche Untersuchungen zur Situation von Frauen und Familien oder auch zur Situation von erwerbstätigen Frauen, bei denen man zum Beispiel auch die Kölner Verkäuferinnen befragt hat. Im Rahmen dieser Arbeiten beschäftigte das Forschungsinstitut auf der Ebene der Doktorandinnen zeitweilig mehr Mitarbeiterinnen als Mitarbeiter. Allerdings blieben die akademischen Karrierechancen selbst in diesem Akademikerinnen gegenüber aufgeschlossenen Umfeld weiterhin geschlechtsspezifisch verteilt. Während nämlich die Frauen auf den Assistentinnenstellen promovierten, haben die Männer sich auf diesen Stellen habilitiert. Und die Habilitation ist ja bekanntlich die Eintrittskarte in die akademische Karriere. Selbst Hannah Meuter, die sich durch Vorträge und Publikationen längst internationales Renommee erworben hatte, konnte sich trotz der Unterstützung ihres Doktorvaters Leopold von Wiese nicht habilitieren. Die Soziologin, die als Pazifistin hervorgetreten war im Ersten Weltkrieg, arbeitete als Bibliothekarin an der Universitätsbibliothek und wurde 1933 als politisch unzuverlässig von den Nationalsozialisten entlassen. In der Weimarer Zeit konnten sich in Köln lediglich zwei Frauen habilitieren, zum einen die Germanistin Edda Thiele-Hahnkammer und zum anderen Ermentrude von Ranke, die Enkelin des berühmten Historikers. Sie hatte ihre Karriere bei Josef Hansen im Kölner Stadtarchiv begonnen. Unter der Ägide des schon in Sachen Mädchengymnasium hervorgetretenen Frauenförderers erwies sich das Stadtarchiv geradezu als Beschäftigungszentrum für Historikerinnen. Ermentrude von Ranke hatte zuvor in Halle über das Fürstentum Schwarzburg-Rudolstadt promoviert und habilitierte sich 1920 mit einer Studie zu den Kölner Handelsbeziehungen in der frühen Neuzeit. Sie arbeitete als Bibliothekarin und zeitweilig auch als Assistentin am neu gegründeten Historischen Institut. Dort schmückte man sich gern mit ihrem Namen, vor allem dann, wenn es um Bettelbriefe für die notleidende Bibliothek und um Spendenaufrufe für ihre finanziell ungesicherte Stelle ging. Als eine der ganz wenigen in der Weimarer Republik tätigen Wissenschaftlerinnen erhielt Ermentrude von Ranke den Ruf auf eine Professur. Freilich weder an einer Universität noch auf ihrem eigentlichen Fachgebiet. Stattdessen wurde sie nacheinander an die deutlich weniger prestigeträchtigen pädagogischen Akademien in Kiel und dann in Dortmund berufen. Obwohl sie weiterhin wissenschaftlich publizierte, war sie dort als Didaktikerin für Lehrerbildung zuständig, eine vermittelnde Tätigkeit, die sie offensichtlich leichter in das immer noch prägende Bild der Frau als, naja, Mutter oder als mit Dingen, die mit einer erweiterten Mütterlichkeit zu tun haben, hineinpasste. Ich fasse jetzt zusammen und verweise dabei zugleich auf ein gerade erschienenes Buch, das ich in den vergangenen Jahren zusammen mit Kölner Studentinnen und Studenten erarbeitet habe. Hier kann man das, was ich bisher vorgetragen habe, aber auch noch andere Aspekte, die ich jetzt aus Zeitgründen nicht ansprechen konnte, nachlesen. Das Buch heißt Alberts Töchter nach dem inoffiziellen Namenspatron der Kölner Universität. Und wenn ich jetzt zusammenfasse, so könnte man vielleicht sagen, dass für Frauen im Umfeld der neu gegründeten Kölner Universität das galt, was sich auch mit Blick auf die Weimarer Verfassung und mit Blick auf das Frauenstimmrecht festhalten lässt. Frauen waren nur grundsätzlich gleichberechtigt und die Juristinnen und Juristen unter ihnen wissen, dass grundsätzlich juristisch gesehen immer eine Einschränkung ist.
Grundsätzlich gleichberechtigt, ja, aber gleiche Rechte, Chancen und Lebensrealitäten hatten Frauen nicht. Auch wenn Studentinnen der Zugang zu den Kölner Hochschulen seit 1907 offen stand, war ihr Weg dorthin vielfach von Umwegen gekennzeichnet und in weit stärkerem Maß von einer sozial privilegierten Herkunft abhängig als bei ihren Kommilitonen. Die praktische Lebensführung war aufgrund von geschlechtsspezifischen Verhaltensanforderungen, engen finanziellen Spielräumen und einem Mangel an unterstützenden Einrichtungen deutlich aufwendiger. Schwerer als vereinzelt zum Ausdruck gebrachte Vorurteile der Hochschullehrer oder Kommilitonen wogen die strukturellen Benachteiligungen, denen sich Frauen vor allem nach dem Examen gegenübersahen. Lehrerinnen und Beamtinnen mussten unverheiratet bleiben, Universitätskarrieren führten bestenfalls zur Promotion und nur in wenigen Ausnahmefällen darüber hinaus. Statt Habilitation und Professur erwies sich der Bibliotheksdienst häufig als Endstation akademischer Aspirationen. Außerhalb der Universität eröffneten sich insbesondere auf dem Gebiet der Sozialfürsorge neue Arbeits- und Karrieremöglichkeiten. Selbst politische Karrieren waren erstmals möglich, wenngleich nur in Bereichen, die etwas mit Wohlfahrt oder mit Fürsorge zu tun hatten. Im Vergleich zum Kaiserreich boten sich Frauen in der Weimarer Republik zweifelsohne eine Reihe neuer Möglichkeiten. Doch von Gleichberechtigung konnte keine Rede sein. Und hinter der scheinbaren Emanzipation stand weiterhin ein Geschlechtermodell, das Frauen auf den Bereich der erweiterten Mütterlichkeiten und auf den Bereich des Sozialen festlegte, Vorstellungen, an denen wir uns bis heute abarbeiten. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.